Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich gern mit euch ein Bleistiftkörbchen basteln. Und zwar nehmt ihr eure Dose und stellt sie auf den Karton, malt mit dem Bleistift um die Dose herum und schneidet diesen dann aus, diesen Karton, diesen Kreis. Habe ich schon mal vorgemacht. So, jetzt nehmt ihr euer Lineal und euer Bleistift und macht alle 1,5 cm einen Strich. So, wie hier auf meinem Deckel. Und dann können wir auch schon loslegen. Nehmt eure Röllchen von der Farbe her, die ihr gerne haben möchtet. Ich nehme jetzt die weißen und klebe diese jetzt in der Heißklebepistole auf die Striche drauf. So, und das machen wir jetzt da rein rum. So, jetzt sind alle beklebt und wir drehen, und wir drehen jetzt alle um. Drehen das einmal rum und beschweren es jetzt mit unserer Dose. Nehmt jetzt euer erstes Röllchen und legt es nach rechts unter das nächste Röllchen. So. Knickt mit dem Fingernagel einen Knick in das Röllchen und stellt es nach oben. Hier sollte jetzt eine kleine Öse sichtbar bleiben. Die brauchen wir nachher noch. Achtet vielleicht mal auf meine Finger, wie ich die Teile heben tue, Teile, ja, die Röllchen heben tue. Das ist vielleicht für die Anfänger eine große Hilfe. Jetzt nehmt ihr das zweite, legt es unter das nächste und dieses aber eng anlegen. Also ziemlich eng an den Karton mit dem Fingernagel einen Knick und nach oben stellen. Das machen wir jetzt ringsrum. Wieder unter das Röllchen. Dafür solltet ihr auch immer einen schweren Gegenstand haben, damit ihr schön um die Röllchen, damit ihr die Röllchen schön festziehen könnt.
legt es schön eng an den Rand an, damit wir nachher nicht allzu große Löcher haben. Ihr könnt ja später dann unten drunter noch einen zweiten Deckel unterlegen oder unten ankleben. Und ja, das ist dann etwas unten, wenn man hochhebt, nicht allzu sehr. Dass man das dann unten nicht allzu sehr sieht. So, jetzt sind wir hier an der letzten, wo wir etwas eine größere Öse gelassen haben. Nehmen die Dose etwas hoch und fädeln von unten das Röllchen nach oben zu schreiben. Sollte das vorher ein bisschen knicken. Jetzt stehen alle Röllchen nach oben. So. Legt nun das erste Röllchen unter die Dose. Ein Stückchen. Runter und ein zweites in das nächste hier rein dann. Also es soll immer ein Zwischenraum sein. Ein Stäbchen dazwischen. So, und jetzt beginnen wir mit dem Flechten. Legt das in das Röllchen über ein Röllchen, über das nächste. Dreht es nach hinten und legt es wieder nach vorne. Nimmt das hintere Röllchen. Schaut und achtet darauf, dass die Röllchen jetzt in dieser Reihe jetzt schön gerade nach oben stehen. Ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber sollte zu schaffen sein. So, das wird jetzt immer wieder wiederholt. Überrunden, eins nach hinten, gerade stellen und nach vorne legen. Das hinterste über das nächste und nach hinten rumführen. Und wieder gerade stellen. Das nächste drüber. Und wieder nach hinten drüber stellen. Wieder drüber legen. Und nach hinten drüber.
hintenrum nach vorne. Das hintere drüber legen und wieder hintenrum nach vorne. Und gerade stellen. Je schwerer der Inhalt ist von dem die Dose, umso besser. Ihr könnt es dann richtig schön nachziehen, die Röllchen, dass nichts locker wird. Und hintenrum. So, jetzt sind wir auch dann wieder. Und immer schauen, dass ihr schön unten rum arbeitet. Nach unten. Wir sollten dann nachher in der zweiten Reihe keine Löcher entstehen. Die zweite Reihe werden die Röllchen auch wirklich richtig schön gerade, die hochstehenden, gelegt. Da sind noch keine schiefen oder schiefen Bahnen habt. Benutzt auf jeden Fall immer Gefäße. Egal bei was ihr bastelt, immer Gefäße. Dosen, Schüssel, Schalen. Es gibt so viele, wenn man Blumengefäße etc., wo ihr euch dran halten könnt oder umweben könnt und wo ihr auch Gewichte einfügen könnt, dass es nachher auch für euch einfacher zum Flechten ist. So, wir sind jetzt fast, das ist jetzt die vorletzte, und jetzt beginnt hier die zweite Reihe. Hier sind wir jetzt schon die Runde fertig. Das war das letzte Stäbchen hier und das ist jetzt schon die zweite. Macht euch am besten hier oben, wo die Reihe beginnt, damit ihr seht, wenn ihr ein Muster später einarbeiten wollt oder später mal einarbeiten wollt, damit ihr erkennen könnt, wann die Runde fertig ist. Oder ihr wickelt ein Gummiband oben drumherum, dann wisst ihr immer, hier ist meine Reihe beendet. So. Und jetzt kommt das Anstückeln. Dafür nehmen wir unseren Bastelkleber, schneiden unsere Röllchen unten, die Spitze hier unten schräg ab. Das habe ich schon gemacht bei meinem. Die wird ganz schräg abgeschnitten. Dann kommt Bastelkleber, nur sehr wenig Bastel, also wirklich nur ein Tropfen eigentlich, und wird in die Röllchen hier wieder eingeschraubt. So, und bei dem zweiten Röllchen genauso schräg abschneiden und dann in das Röllchen eindrehen.
Und wir können jetzt schon wieder weiterarbeiten. Jetzt kommt die zweite Reihe. Also wir arbeiten immer dieses gleiche und selbe Muster. Nur jetzt können wir auch etwas fester anziehen. Also die Röllchen schön fest mit umwickeln. Einfach nur immer nach hinten, einmal hinten legen, einmal nach vorne legen. Und jetzt sollten dann die Röllchen, also diese Reihe, wenn man sie nach hinten legt, sollte schön gerade hinter, genau hinter das Röllchen gelegt, nach vorne rum. Und dann oben drüber legen. So. Ihr könnt das festhalten. Dieses Röllchen nach hinten. Nach vorne. Und dann das nächste wieder drüber legen. So beginnt jetzt unsere zweite Reihe. Es ist nicht schwer, aber man muss sich da erst reinarbeiten. So. Über das wieder drüber legen, sodass wir keine Löcher und drauf, immer wieder drauf achten, dass die Röllchen jetzt auch gerade stehen. So. Man sieht das jetzt auch schön, denn später, wenn zwei, drei Reihen gearbeitet sind, sieht man das erst richtig. Ob die Reihen gerade gearbeitet wurden. So, von vorne wieder nach hinten umwickeln. Und nach vorne legen und das schön straff und schön fest. Also ich hebe es hier mit dem Daumen als ziemlich fest und wickel es dann hinten rum und dann richtig nah und eng an das hin hochstehende. So, und dann sieht man jetzt auch schön, wie die Reihen sich entwickeln. Ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, wie es geht. Ich würde sagen, ich arbeite jetzt noch ein Stück nach oben und melde mich dann wieder. So, ich bin jetzt soweit fertig mit meiner Reihe. Ich werde jetzt noch ein Muster einarbeiten, damit es nicht ganz so langweilig erscheint.
Und dafür muss ich meine Röllchen jetzt abschneiden, weil ich mit einer anderen Farbe weiterarbeiten möchte. Und zwar schneide ich hier, hier ist meine Reihe zu Ende, zwei Reihen vorher, also zwei Stäbchen vorher, höre ich auf, schneide mir jetzt meine Röllchen zurecht. Und zwar schneide ich die eine kurz vorher ab, nehme mein Röllchen und werde jetzt mit Bastelkleber etwas reinmachen und in die große Öffnung das Röllchen einstecken. So, ich habe jetzt mal meinen Topf hier runtergenommen und werde jetzt hier weiter in Runden arbeiten. Es wird jetzt zweifarbig. Wir verfahren genauso weiter, eins drüber legen wieder und eins nach hinten rumlegen. Das nächste wieder drüber legen und hinten rum. So. So, es ist wieder Zeit zum Anstückeln. Ich schneide hier wieder ein Stückchen ab. Und da ist es schon abgeschnitten. Und stücke wieder dieselben Farben. Wieder an. So, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt wieder den Rest von dem Körbchen in Weiß hocharbeite. Also werde ich, muss ich das nochmal aufmachen, dieses Rote hier ziemlich
kurz abschneiden und mit einem weißen Röllchen wieder verbinden. So. Ich werde den Rest jetzt weiter nach oben machen, bis ich meine, dass mein Körbchen langt, und werde mich dann auch wieder melden. So, das Körbchen ist jetzt soweit beendet mit der Reihe. Jetzt legen wir das Röllchen einmal so nach vorne, knicken es nach vorne und schneiden es hier unten schräg ab. Etwas Platz lassen, stellen es nach oben, nehmen unsere Stricknadel und machen hier ein etwas vorsichtig etwas eine Öffnung. Dann nehmen unseren Holzleim, geben hier einige Tropfen rein, auch auf dem Röllchen. Knicken es nach unten und stecken es hier vorne nach innen. So, das machen wir jetzt reihum.
So, das ist jetzt das vorletzte Röllchen, das ich jetzt hier einfüge. Damit ist die Runde dann auch beendet. Und das Körbchen dann auch fertig. So, jetzt ist das Köpfchen fertig. Von unten könnt ihr jetzt noch einen zweiten Pappedeckel draufkleben und fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.